Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, so kurz vor Ostern haben Sie uns, liebe Linksfraktion, doch noch ein richtig faules Ei, so möchte ich es bezeichnen, ins Osternest gelegt. Nicht, dass wir jetzt was anderes erwartet hätten, jedoch zur Abwechslung hätte ich mir ein nicht derart vergiftetes Ostergeschenk von Ihnen gewünscht. Zwar freut es mich, das gebe ich gerne zu, dass wir scheinbar auch mal einzelne konkrete Vorschläge zur Lösung von Problemen von Ihnen erfahren, doch ehrlich konstatiert, praxistauglich ist dieser Antrag keineswegs. Vielmehr zeigen Sie uns in Ihren 11 Forderungen, dass Sie international keine Verantwortung übernehmen und schlimmstenfalls dazu beitragen, ganze Bevölkerungsgruppen in Panik zu versetzen. Das gleicht ja fast schon einen gesamteuropäischen Rundumschlag. Die einseitige Aufkündigung von europäischen Verträgen, wie bereits meine Vorredner schon gesagt haben, trägt auch sicherlich nicht zur Vertrauensbildung in Europa bei. Das verstehe ich nicht unter verantwortungsvoller Politik für unser Land und für ganz Europa. Wir haben uns in Deutschland nach den katastrophalen Ereignissen in Fukushima 2011 darauf verständigt, Schritt für Schritt bis 2022 aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszusteigen. Wir sind gerade dabei, in einem gewaltigen Kraftakt unsere komplette Energieversorgung umzustellen. Milliarden Euro investieren wir in den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie in die Tüchtigung der Stromnetze. In Forschung und Entwicklung wird mit Hochdruck nach neuen Technologien der Energieerzeugung, der effizienten Nutzung, der Speicherung gesucht, wie beispielsweise auch durch die Wasserstofftechnik oder durch die Holzvergasertechnik sowie durch Biogasanlagen. Das heißt aber nicht, dass wir anderen Staaten vorschreiben können, wie sie ihr Energiesystem gestalten sollen. Denn jeder Mitgliedstaat der EU hat gemäß Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Recht, die Struktur seiner Energieversorgung selbst zu bestimmen. Wir würden uns hier auch nicht derart von anderen reinregieren lassen. Zudem, was würde Ihre Forderung für die Praxis bedeuten? Falls keine vernünftigen Ersatzkraftwerke vorhanden sind, würden die Energiepreise zwangsläufig signifikant steigen. Diese unnötige Preistreiberei, liebe Linke, ist dann tatsächlich dann Sozialpolitik aller Linke. Das macht wirklich keinen Sinn. Andererseits bedeutet das Ende der Kernenergienutzung aber nicht, dass Deutschland die Sicherheit kerntechnischer Anlagen in Europa und speziell in seinen Nachbarstaaten ignoriert. Wir wissen hier sehr wohl um unsere Verantwortung als größte Volkswirtschaft in Europa und gerade die Sorgen und Ängste der Menschen in den Grenzregionen zu Belgien und Frankreich nehmen wir daher sehr ernst. Und in meinem Wahlkreis in der Region Landshut und Kelheim bin ich direkt vom Atomausstieg und den möglichen Risiken durch grenznahe Kernkraftwerke betroffen. 2022 geht mit Isar 2 das letzte Kernkraftwerk vom Netz. Die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 haben in den letzten Jahrzehnten einen maßgeblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit in ganz Süddeutschland geleistet. Und gerade in Ostbayern schauen wir nun auch mit Argusaugen auf die Reaktoren im tschechischen Temelin. Sicherheitsaspekte haben da auch für mich persönlich allerhöchste Priorität. Aber um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, können wir jedoch nicht mit dem diplomatischen Vorschlaghammer zu Werke gehen und gleich den Euratom-Vertrag auflösen oder einseitig aufkündigen, wie Sie, liebe Linke, es in Ihrem Antrag fordern. Ich darf Sie daran erinnern, dass dieses Vertragswerk, wie der Herr Kollege Kanitz schon bereits gesagt hat, 1957 eine der Grundlagen der Europäischen Union bildet. Wenn wir tatsächlich Ihrer Forderung nachkommen würden, wäre die EU in ihrer jetzigen Form Geschichte und der Vertrauensverlust unserer europäischen Partner wäre immens. Die Zusammenarbeit über den Euratom-Vertrag ermöglicht es auch, dass Deutschland auf hohe Sicherheitsstandards bei Kernkraftwerken in den Mitgliedstaaten hinwirken kann. Mit einer einseitigen Aufkündigung würden wir uns dieser Option berauben. Liebe Linkspartei, Ihre Forderung auf internationaler Ebene, viele langjährige enge Partnerschaften würden damit zerstört werden. Dies kann nicht in unserem Interesse sein. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ja, sehr gerne, selbstverständlich. Bitte.
Ja, danke schön, Kollege Osner. Sie haben jetzt darüber gesprochen, dass ein Austritt aus Euratom ja gar nicht für Deutschland möglich ist, aus bestimmten rechtlichen Gründen, Abhängigkeiten. Jetzt gab es ja in Österreich ein Volksbegehren zur Frage, soll Österreich aus Euratom aussteigen? Und das war eine Woche vor Fukushima. Wäre es nach Fukushima gewesen, wäre die Mehrheit klar da gewesen. Glauben Sie, dass die Ministerien in Österreich und Deutschland juristisch das so unterschiedlich einschätzen? Haben die beiden Ministerien ganz andere Einschätzungen über Völkerrecht, über europäisches Recht? Sehr geehrte Frau Kollegin, selbstverständlich, herzlichen Dank erstmal für Ihre Frage. Selbstverständlich schätzen wir auch die Einstufungen unserer Nachbarländer, aber eines muss man doch festhalten. Nationale Alleingänge würden uns definitiv nichts in der Energiepolitik, die wir auch gesamteuropäisch auch anzielen, würde uns definitiv keinen Schritt vorwärts bringen. Deshalb nochmals, natürlich wäre es möglich, Verträge zu kündigen. Nur wir in der deutschen Bundesregierung, im Deutschen Bundestag, empfinde ich es als nicht hilfreich, einseitig diese Verträge aufzukündigen, sondern dies in bilateralen Gesprächen auf vernünftige Art und Weise zu regeln und zu lösen. Um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, können wir jedoch mit dem das Bundesumweltministerium macht es genau so, wie wir jetzt gerade besprochen haben mit der Frau Kollegin, wie man das bei Problemen in der Staatenfamilie macht. Man sucht das direkte Gespräch. So stehen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und ihre Mitarbeiter im engen Austausch mit dem für Reaktorsicherheit zuständigen belgischen Innenminister, der belgischen Atomaufsichtsbehörde und dem Umweltministerium in Brüssel. Die Ministerin hat der belgischen Regierung sehr deutlich die Sorgen der Bundesregierung und der Bevölkerung wegen der Probleme an den Kraftwerken zum Ausdruck gebracht. Diese Gespräche und das vorgesehene Abkommen zwischen Belgien und Deutschland zur Zusammenarbeit in Fragen der nuklearen Sicherheit unterstützen wir daher ausdrücklich. Herzliches Dankeschön dafür noch an das gesamte Ministerium. Im Fall des tschechischen Kernkraftwerkkomplexes Temelin sind die bayerische Staatsregierung und die Bundesregierung ebenfalls den Weg der bilateralen Gespräche gegangen, um so zum Ausdruck zu bringen, dass bei den Blöcken 1 und 2 des Kernkraftwerkes westeuropäische Sicherheitsstandards eingehalten werden. Jedoch sollten wir nicht den Fehler begehen, als ständige Besserwisser in Europa zu gelten. Dies wäre für eine gemeinsame Linie völlig kontraproduktiv und sicherlich nicht förderlich, wie ich bereits vorher schon gesagt habe, für eine gemeinsame Zukunft in der Energiepolitik. Ihre 11 Forderungen stellen einen bunten und unstrukturierten Forderungskatalog dar, liebe Linke, indem Sie wieder Ihre atompolitischen Maximalforderungen auflisten. Die einzelnen Maßnahmen haben inhaltlich wenig miteinander zu tun. Sie verdeutlichen nur wieder, dass die Linke nicht in der Lage ist, europäisch und international Verantwortung zu übernehmen. Es wäre ein schönes Ostergeschenk gewesen, Herr Grischer, ich habe Sie gar nicht angesprochen, es wäre ein schönes Ostergeschenk gewesen, wenn Sie zur Lösung von Schwierigkeiten, aber es ist erstaunlich, dass Sie die Grünen auch sofort angesprochen fühlen, wenn es um die Nichtverantwortung für Gesamteuropa geht. Also ich würde mich freuen, wenn Sie zur Lösung von Schwierigkeiten und Problemen auch gerade bei diesem heiklen und komplexen Themen konstruktiv mit Vorschlägen uns hier einen Beitrag leisten. Ihre Mitarbeit in der Endlagerkommission ist schon ein richtiger Ansatz. Daran sollten Sie sich auch in Zukunft orientieren und auch bitte ich darum sehr. Diesen Antrag können wir deshalb nur ablehnen, weil er politische Realitäten völlig missachtet und nicht zur Lösung beiträgt. Die Schwierigkeiten, die uns die Linke hiermit machen würde, wäre im europapolitischen Gesamtkontext nicht zu ermessen. Aus all den genannten Gründen lehnen wir den Antrag der Linken ab. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören und natürlich auch von meiner Seite frohe Ostern. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Klaus Mintrup für die SPD-Fraktion das Wort.